Und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft mit mir, dem Jack. So, und jetzt machen wir mal hier unseren unser Schlafzimmer ein bisschen weiter. Machen hier nochmal eine Wand dicke weg. Ne? Lassen erstmal die Lichter hier noch stehen, dass wir sehen, was wir hier wegmachen. Fällt nochmal der Sand von der Decke. Der Sand fällt runter. Und er treibt es immer bunter. So, jetzt nochmal. So, und jetzt machen wir hier schön mit dem Holz, mit dem Eichenholz. Machen wir hier zu. So, ein bisschen zurück. Ein bisschen wieder vor. Ja. So geht das hier. Oh. Ja, wunderbar. So, setzen wir hier wieder eine Fackel hin. Wir haben ja keine Kronleuchter hier. Gerade ist die Musik mal ein bisschen zu laut. Dann machen wir sie ja ein bisschen leiser, ja? So, Musik und Geräusche. Die Musik machen wir ein bisschen leiser. Wetter kann ja egal sein. Jawohl. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Shabby. Irgendwie hat sich an der Lautstärke noch immer nichts geändert. Nicht wesentlich. Dann machen wir das nochmal. Es tut mir leid, aber ich will das so haben. So. Musikblöcke. So. Vielleicht ist das jetzt so, wie ich das haben will. Fertig. Zurück. Ja. So, jetzt kann man zwingend verstehen hier. Das ist ja wunderbar. So, jetzt gehen wir hier noch so ein Stückchen zurück. So. So, so, so. So, hier rein. So, so, so. So, so und so. So, so, so. Hier noch. Da noch, hier noch, da, dahinter, da nicht, hier, 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 hier. Ja. Gucken wir mal, ob wir so ein Bett, so wie ich mir das vorstelle, in unserem Inventar haben. Oder ob wir uns das irgendwie bewerkstelligen können, wie wir das gerne hätten. Ne? Versteht's mich? So, jetzt gucken wir in unser Equip. Das wollen wir nicht. Nein. Das auch nicht. Nein. Blümchen. Treppen. Kisten, Erdportal, Rahmen, aha. Was ist das hier? Kopf. Ja, nicht unwichtig, ne? Waffen und Rüstung. Stöcke. Keine Betten. Haben wir wird das ausgelassen, oder? Ja. Was machen wir jetzt? Ja, nehmen wir das erstmal so als kleinen Raum hier.
ähnlich. Aha, jetzt haben wir hier schon. Willst du mich hier arschen oder was? Jetzt haben wir schon wieder die Erde aufgemacht. Naja. Haben wir das Loch ein bisschen klein gemacht. Aber was klein ist, kann man ja auch wieder größer machen. Ich glaube, hier kommt man dann wieder hoch. Gemütlich. Ich bin so eine Nulpe, du. Noch immer zu klein, wir sind noch immer zu klein. Machen wir halt so. Ja, ne? Machen wir halt dafür. Machen wir das halt hier wieder zu. So. Nennen wir das als Partykeller. Ein Partykeller im Partykeller. Wenn es so nicht geht, dann machen wir es halt so. So, das ist der Keller im Keller. So, kann man hier vielleicht noch so ein paar Bänke hinstellen, damit es wenigstens so aussieht, als wäre das bewohnbar. Da haben wir doch sowas. Ein paar Fackeln brauchen wir ja auch. Und dafür können wir diese komische Kiste hier wegtun. So. Machen wir hier so eine schöne. Nee, das wäre also nicht so. Oh, so in etwa auch. So, dass wir hier vielleicht dahinter gehen. Was? Ja, so sieht das schon echt das nach was aus. Hier vom Fenster noch zwei. Ja. Und dann so als Tisch hier. Bisschen hoch, aber einfach mal kann man ja nicht auch ein paar. Der halben, diese Plant, bitte wie geheißen, die da. Ja. Ja. So. So, ja. Kommt man doch hier noch vorbei. Ja, man tritt zwar drauf, wenn man so blöd ist wie der hier. So. Und ja. So. Dann kann man da auch noch was draufstellen. Vielleicht erweitern wir das noch ein bisschen hier so. Ja, sieht da ganz ordentlich aus. Es ruckelt nichts. Ist ja wunderbar. So, was nehmen wir denn jetzt hier als Tür? Gucken wir mal in unser Inventar, was wir hier so haben.
Ja, dann nehmen wir doch hier die Tür, wenn wir die Tür haben wollen. Nehmen wir die Tür. So. So, ja. Und da hätte. So, nochmal. So. Jetzt nochmal schön auf die Tür hier. Jetzt hier. Ah, so, ja. Da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert mit der Höhe. Das ist ja hier alles kein Problem. Ja, sieht doch schon mal nach was aus, ne? Hier kann man sich hinsetzen, hier kann man sich hinsetzen. Vielleicht haben wir hier auch noch eine Kochstelle oder so, wie man das nennt. Ein Ofen. Was ist das? Das ist ein Spender. Ein klebriger Kolben. Kolben. Ja. Noch ein paar Bücher so. Kisten haben wir genug. Was ist das denn? Ach so, hier geht's weiter. Tja, was ist das denn? Eine Falltür. Mit Redstone müssen wir das machen. Okay. Ja, ein paar schwarze Netz, Ziegel, Zaun. Oh, so. Das wollte ich eigentlich nicht. So, nochmal. Den da, der sieht schon ein bisschen ansprechender aus. So. So. Damit es hier auch nicht so aussieht, als wären wir doof, ne? Machen wir hier ein paar Bo Bücher hin, so. Na, kleines Bücherregal. Vielleicht hier zwischen den Kisten noch. Natürlich so, dass man sie auch aufbekommt, ne? Nicht so wie manch andere. Die wollen Briefkästen untereinander aufhängen, aber knipp, knapp, knippi. Ne, so. Das macht irgendwie keinen Sinn. So, jetzt gehen wir hier mal raus. Ja, egal. Wir gehen mal raus halt, so. Und, ja. Machen wir hier. Setzen wir hier wieder die Wiese hin. Ne. Ja. Schöner Anfang für den Zaun. Ja. Was möchte denn jetzt? Ja. Irgendwie wollte ich den da nicht. Soweit. Soweit waren wir hier auf der anderen Seite auch. So. Und hier noch ein Zaun hin. Und da noch ein Zaun hin. Halt so um das ganze Gelände rum. Falls wir uns für einen Hinterausgang entscheiden. So. Hier müssen wir bei. Ja, will nicht hin. So. Bin mir mal ganz unsicher, ob das es jetzt nicht in den Zaun sitzt. Irgendwann baut er sich vielleicht. Ja, da ist er ja schon. Und noch das letzte Stück. Ja, wunderbar.
Pendel nicht Dreck. Ich hätte mal noch ein bisschen. Wenigstens an der Seite noch ein bisschen. Was macht so denn? So. Jetzt haben wir hier. Jetzt machen wir hier erstmal die Erde wieder voll, weil das Bild baut sich ja so langsam auf wie sonst. Nichts Gutes. Sieht man so aus auch mal von unten. Das wird mal, bis es sich wieder aufgebaut hat. In der Zwischenzeit machen wir hier wieder die Erde kaputt. Schon mal nicht ganz so schlecht aus. Das kann man hier wenigstens auch mal. Willst du mich hier verarschen oder was? Ja, ich muss Minecraft lernen zu spielen. Ja, so ist das. So muss das sein. Learn to play. Oder learning by doing, ne? Deswegen bauen wir hier auch erstmal im Kreativmodus ein paar Häuschen. Oder ein Häuschen. Ne? Ja. Geht, ne? Geht. Sieht nicht schlecht. Sieht nicht scheiße aus. So, damit der Zaun nicht so in der Luft steht. So. Ah, so. So sieht schon mal besser aus. Hier kann man dann wenigstens spazieren gehen. Unsere Grundstücksgrenze gießen wir hier mal ein bisschen mit Erde auf. Bisschen Rasen, den machen wir ganz schnell hier hin. Wir haben so Wundersamen hier gebaut. Stehst du? Ist ganz neu, das Zeug. Das hier wird nicht zu kaufen. Rasen in 2 Sekunden. In rasender Geschwindigkeit. So. Zäunen wir hier noch ein bisschen weiter. Jetzt zäunen wir unser Gebiet hier noch ein bisschen ein. Was wir uns hier so aufgebaut haben. Kommt zwar kein Schwein vorbei, aber, egal. So, hier hat man anscheinend ja schon was hingebaut. Das baut sich jetzt gleich erst auf. Keine Angst. Das tut es, so. Seht ihr? So einfach geht das. Dreht man sich einmal um, steht der Zaun schon. Naja, so ist das halt, ne? So ist das hier bei Minecraft. Macht ja so erstmal so schwarze Kästchen auf dem Boden und dann wird wie nichts Gutes und nichts Halbes. Hä? Steht hier schon der Zaun. So. Ja. Jetzt machen wir hier erstmal den Dreck hier weg, den Sand, damit wir unseren Zaun hier weiterbauen können. Ne? Wir stehen ja gerade auf dem Zaun, damit wir das alles hier so im Blick haben. Oh, das ist doch. Das ist so. Jetzt kommen wir auch über den Zaun drüber. Ne? Wir haben so kleine Hammelbeinchen. Das ist das ein bisschen schwer, wa? Das ist nicht so. Ja, jetzt machen wir hier ein bisschen grün.
Was kommt denn hier? Huibu? So, ja, das ist das. Das hat mir gefallen. Ich wundere hin. So, jetzt müssen wir hier wieder an die Zaun. So, hier vorbeihupfen. Ne, wir kommen hier nicht, natürlich nicht raus. Nein. Müssen hier erstmal den Zaun kaputt klopfen. Sonst kommen wir hier nicht raus. Ja. Ach so, ja. Wären wir doch fliegen gegangen. So. Jetzt gucken wir mal. Heute machen wir hier wieder zu. Nee, weil. So, das stört mich. Ist hier der Zaun noch heile? Ja, ist noch gut da. So, ja, sieht doch schon mal was nach was aus, ne? Ich hätte zwar gerne ein Spitzdach gehabt, aber mit dem Fliegen, das ist mir nicht so ganz geheuer. So, machen wir hier auch noch die Tür wieder zu, ne? Will nicht, ne? Achso, jetzt haben wir eine Tür vor der Tür gemacht. Sieht aus wie so eine Wendeltürtreppe. Ja. Ja. Ja, halt, ne? Was soll man sagen? Ne, so was halt. So, damit es hier nicht so dunkel ist, wo es hier so schön finster ist. Wir sehen hier nichts. Wunderschön. Aha. Beginnt an zu funkeln. So. Ja, so oben, ne? So. So. Sieht das doch noch was aus, ja. Ja, ich denke mal, da sollte man das nicht hinhängen, ne? Deswegen hängen wir das hier noch so. Eins vor das Regal. Oder so eins da drüben, so. Ja, so. Ne? So, ja. Wunderbar, wunderbar. So, und das nächste Mal werden wir dann hier ein bisschen gucken, was wir hier so hin basteln können. Ne, das ist ja der Keller, oder unser TV-Raum. Keine Ahnung. Hier ist unser Schlafzimmer. So, hier kommen wir auch gut runter. Ja, wunderschön. Ist auch beleuchtet. Hat der Architekt sich gut ausgedacht. So, ne? Jetzt fliegt er hier wieder. Ne, das wollen wir nicht. So, schön auf die Erde. So. Und dann wünsche ich euch mal mit diesen Impressionen zurück und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Jack. Ja, Jack.